Leute, ich habe es geschafft, ich bin am Wasser. Bis Freitag habe ich Zeit, heute haben wir Dienstag. Und mal schauen, ob ich meinen ersten Fisch 2018 hier fangen kann. Jo, wo bin ich? Ich bin wieder am Stausee, wo ich schon mal einen Ansitz gemacht habe. Bloß diesmal eine andere Stelle. Die Alge ist extrem. Ich zeig's euch dann gleich mal. So, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, wie grün das hier doch schon ist. Und jetzt habe ich auch noch Wind anlandig, also kommt die richtig schöne grüne Brühe auf mich drauf zu. Naja, mal gucken. Mit was fische ich? Ich habe eine Route habe ich mit Mais, Tigernuss bestückt. Und die andere Route ist mit Nasty Shrimp von Successful Bait. Mit einem pinken Pop-Up. Würde ich hier auch schon Erfolge gehabt. Mal gucken. Boah, bis jetzt ist ruhig. Aber was hier ist, kann ja noch werden. Also wenn was geht, melde ich mich. Bis dahin. Geil sein, wenn man früh aufsteht, seine Verandatür aufmacht und so einen Anblick vor der Tür hat. Aber ich denke mal, das haben von uns die wenigsten. Deswegen muss man solche Momente einfach nur, wenn man mal raus kann, ans Wasser genießen.
Leute. Herrlich. Was gibt Schöneres als früh einen Kaffee am Wasser zu genießen? Außer natürlich, wenn noch die Familie mit dabei war. Tja, was gibt's zu berichten? Eine Nacht des Durchschlafens war angesagt. Also es ging gar nicht. Kein Pieps, kein Mu, kein Mäh, nichts. Kumpel sitzt da drüben, also mir gegenüber. Der hat eine Brasse gefangen, aber ansonsten auch nicht. Tja, wie gesagt, kannst du nichts machen. Kräutfeldern hier, unter mir, ging es auch schon wieder heute früh ab. Ich weiß nicht, ob die Säcke schon am Reichen sind. Entschuldigung, na gut, ich genieße jetzt meinen Kaffee. Ja, mal gucken, was hier noch passiert. Thank you.
verloren hatte, kurz vor dem Kescher, hat sich doch noch einer blicken lassen. Auf Schneemann ging er drauf. Und successful auf die Nesti. So. Hast du gedacht, das ist eine Prasse. Bissanzeiger fiel runter, also Fallbiss. Dann wieder ein Stück hoch. Wieder runter, hoch. Bisschen von der Schnur genommen. Dann hat er ein bisschen vom Freilauf genommen. Da ja, musst du mal die Prasse reinholen. Gut in die Hand genommen. Geleiert, ja, wie die Graser halt so sind. Erstmal keine Gegenwehr. Also ich habe wirklich die ganze Zeit mit einer Prasse gerechnet. So, dann ist ja vorne alles voll Pflanzen. Dann hat er sich festgehangen. Dann musste ich mit dem Boot hinterher. Und habe ich dann gemerkt, nee, das ist keine Prasse. Oh, wie blöd, man hat den Köcher vergessen. Dann ist das Boot zu nehmen. Also musste ich mit dem ganzen Fisch, mit der Rute und mit dem Boot wieder an meine Stelle. Und dann habe ich vom Ufer aus weitergedrückt. Das erste vorne habe ich dann richtig mitbekommen, was es ist. Ja, war schön schick. So, und jetzt ist mir alles scheißegal, was noch passiert. Nee, ja, natürlich schön, wenn was geht. Gut, also wenn die Karpfen die wollen, dann wollen wenigstens die Graser.
schmeckt's. Der will nie. Tja. So. Der Kollege hier hat mich heute früh um 3:45 aus dem Schlaf gerissen. Wie zu gestern. Gestern war es 3:00, heute 4:00. Ja. Ist wieder so eine mittlere Größe hier drin. Hat noch nie gemessen. Aber wird auch wieder so die 70 haben. Das ist die End. Letzten Stunden sind angebrochen. Ich habe ihn mal in Schatten verzogen, weil das ist ja jetzt schon in der Sonne. Bäh. Jo. Also ich kann mich über die paar Tage jetzt hier nicht beschweren. Ich hätte jeden Tag einen Fisch. Außer den ersten, wo ich angekommen bin. Aber ab dem zweiten ging es ja dann früh los mit dem Graser, der ausgestützt ist, kurz vorm Köcher. Und dann der, mein persönlich bester, mit 1,3 Meter, der Graser. Dritte Meterfische drin, das eine waren 2 Hechte, diesmal ein Graser. Genau, so, und dann kamen die Tage darauf jeweils früh noch ein Spiegler. Ich denke mal jetzt, bis ich hier eingepackt habe und los bin, nur von den Erfahrungen von den letzten Tagen, muss ich mal gucken. Ja, ansonsten kommt mir heute ganz schön der Schädel, weil ich die Nacht hier viel wenig Schlaf hatte, obwohl es nicht gewissen hat, aber mich hat so ständig ein Waschbär die ganze Zeit auf Trab gehalten. Meine Ema umgehauen und wirst du ja auch jedes Mal wieder munter und dann musst du wieder einpennen und boah. Und dann heute 3:45 der Krapfen. Und danach kam dann die Sonne hoch, die blinzelte dann in mein Zelt, da war wieder bei Zeit nicht vorbei. Gut, hol mal der Ema nach, wenn es geht. So, ansonsten wie gesagt, bin ich zufrieden. Fische konnte ich euch diesmal auch mal zeigen. Ja, so Majest, der macht immer Videos und hat keine Fische zu präsentieren. Genau. Ja, dann geht's ja bald schon mit dem Polo los. Ist ja das Wochenende, das ist ja schon das nächste Wochenende, was jetzt kommt. Also nicht das, sondern das nächste. Da werden wir mal in die Neiße fahren. Schauen wir mal, was dort so passiert. Ja, und dann geht schon langsam. Juli, August, Anfang September. Elbe. Ein paar Monate, aber die Zeit vergeht ja schnell. So, das wird wieder das persönliche Highlight werden im Jahr. Freue mich schon richtig drauf. Jo, und ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr jetzt da draußen seid, viel Erfolg. Wenn ihr fahrt, viel Erfolg. Wenn ihr nie ans Wasser kommt und arbeiten müsst,
schnelle Arbeitswoche. Baldigen Urlaub. Baldiges Wochenende. Gut, indem ich mir jetzt hier irgendwas aus den Fingern saugen muss, weil ich weiß, was ich euch erzählen soll, mache ich jetzt den Feierabend. Ich werde jetzt meinen Kaffee noch austrinken, werde dann mein Gerümpel aufs Boot laden und werde Heimat fahren, dann aufs Boot wieder ausladen, ins Auto einladen. Boah, Habt Lust drauf. Guti. Also, man sieht sich. So, es geht voll beladen nach Hause. Abmarsch, Befehl. So, mal eine kurze Kunde über mich. Und zwar, ja, Bulupas Biscandi, wie bin ich auf den Namen gekommen? Eigentlich habe ich eigentlich mal übersetzt, was Leidenschaft angeln auf Lateinisch heißt, und dann ist der Name da entstanden. Ich hätte mich auch David Crossman nennen können oder hier Carp Team Super Spezi oder weiß ich was, aber das ist mal was anderes. Worum geht es in meinen Videos eigentlich? Also ihr werdet von mir jetzt hier nie irgendwelche, also ich mache seit diesem Jahr, stelle ich euch meinen Tackle so ein bisschen vor und nenne dann natürlich auch die Formen, wieso auch nie. Aber ihr werdet von mir nie sehen, dass ich hier speziell für eine Forma irgendwelche Werbung mache und die da in den Himmel lobe. Genauso, wenn ihr irgendwelche Profi-Videos sehen wollt, könnt ihr gleich weiterklicken. Gibt es bei mir nie. Ich bin meistens allein unterwegs, habe meine Kamera auf dem Stativ, habe jetzt auch keine Hightech-Filmausrüstung, die, weiß ich, 5000 Euro, 6000 Euro gekostet hat. Ist auch nie der Fall. Da ist halt mal ein Bild unscharf oder da ist mal ein bisschen was verwackelt. Kann ich es auch nie ändern. Die Leute, die mit Amateuraufnahmen glücklich sind, die, denke ich mal, die da Treffis, die jetzt, weiß ich, die Profi-Scheiße sehen wollen, Entschuldigung für das Wort Scheiße, aber die geben meistens diesen nach unten, aber kann ich es auch nicht ändern, wenn sich so verblenden lässt. Genauso, dass nie in jedem Videos Fische zu sehen sind. Man kann es nie ändern. Irgendwelche Profis, die ja sagen, die sind fern mal das Wochenende irgendwo an den Teich und fangen da, weiß ich was, für Klamotten. Ich glaube nie, dass die bloß am Wochenende da sitzen. Man weiß, wie lange die gedreht haben, bis mal so ein dicker Fisch im Kasten ist, aber naja. Wer es glaubt? Genau, nee. Aber wie gesagt, für mich wird sogar das Angeln manchmal zur Haupt-, zur Nebensache, weil ich finde es einfach geil, draußen zu sitzen, alles zu beobachten, die Natur aufzunehmen. Wenn dann zwischendurch mal die Rute abpfeift, ist das ein ganz geiler Nebeneffekt. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen an mich habt, dann haut's raus. Schreibt mir auch, was ich noch besser machen kann, was ich gut mache. Das finde ich auch immer am geilsten, da ist ein Daumen nach unten. Aber da kommt nie einmal eine eine Kritik oder so, was man besser hätte machen können. Gut, das letzte Video hier vom Stausee. Da hatte ich das Problem mit dem Wind, das haben mir ein paar Leute gesagt. Habe ich mir auch zu Herzen genommen. Muss man sehen für die Kamera, dass ich so ein Buschel fürs Mikrofon kriege. Genau, aber ansonsten, aber wie gesagt, wenn dann nur so ein Daumen nach unten kommt. Ja, Visioni, wieso es denjenigen nie gefallen hat. Ja, aber egal jetzt. Es soll ja nicht um mich gehen.
Das soll um das gehen, was ich mache. Der nächste Ansatz ist eigentlich schon in trockenen Tüchern. Und zwar ist das das erste Juni-Wochenende. Da wäre ich mit Bodo, mit der ich vorher an der Elbe war und an der Neiße, mal ein Wochenende an die Neiße fahren. Und da muss mir der Bodo wieder zeigen, wie man dort ein paar Fische raushängt. Genau, nee, also das ist dann schon auf jeden Fall mein nächster Ansatz.